Ja, hallo erstmal und herzlich willkommen zu Kekser spielt Minecraft, den Let's Play von Niederrhein, in dem wir ein bisschen Material für die Villager holen wollten. Jetzt ist die Frage, reicht das hier schon? Ich glaube, bei der Wolle ist ein bisschen schwierig. Schwarze Wolle wäre noch ein bisschen nicht schlecht. Ja, aber das dauert mir zu lange. Das kann ja vielleicht irgendwann mal der Offline-Kekser machen. Wir kürzen die Sache jetzt hier ab. Was? Ja, okay. Die beiden warten noch auf den erfahrenen Händler. Der fährt allerdings schon im Datennetz. Oh. Nee. Ich wollte gerade sagen, muss das hier so? Das stimmt, das musste hier so. Weil ich ja sonst hier nicht runterkomme. Wobei, ganz ehrlich, dann kann ich die Stufe, aber die muss ich schon ein bisschen anders gestalten. Das kann so nicht sein. Davon habe ich natürlich kein Material dabei. Okay, das soll uns jetzt aber gar nicht aushalten. Wir kürzen kurz über das Sägewerk ab. Oh. Muss die ja nicht noch hier stehen? Schon recht dunkel hier ohne, ne? Aber vielleicht ein paar Kürbislaternen im Boden einpflanzen. Das wäre vielleicht besser. So, lass uns mal kurz hier reinschauen. Was brauchen die Geistlichen da eigentlich? Will ich das wissen? Irgend so einen schönen Kräuterlikör wahrscheinlich, ne? Dann lass uns doch mal schauen, was es da zu probieren gibt. Ups. So, ich kürze mal eben kurz hier rum ab. Naja, ob das eine Abkürzung ist, kriegst du? Ich bin mir da noch nicht so sicher. Hey, was ist denn mit dir los? Sag mal, im anderen Anbau gibt es richtig schöne Zimmer. Mit Betten und Werkbänken. Ah, okay. Werkbänke. Und Werkbänken hält er nichts. Der möchte noch nicht arbeiten. Okay. Sag mal. Jetzt mal nur eine Frage. Du hängst auch schon länger hier oben auf diesem Ding rum, oder? Wenn ich dich jetzt ein bisschen anschubse, passt du auch wieder da rein, ne? Ach so, der kommt jetzt hier nicht mehr dran vorbei, ne? Das könnte natürlich sein, dass er an der Laterne nicht mehr so richtig vorbeipasst. Das ist immer nicht so schlimm. So, lass uns doch mal eben schauen. Wo haben wir... Ich habe die Rahmen vergessen. Ich habe das Leder für die Rahmen vergessen. So. Das ist auch nicht... Ich habe auch kein Holz dabei. Ich habe gar kein Holz dabei? Warte, hier muss ich wieder zickzack laufen. Lass mal eben gucken, wie viel Holz habe ich jetzt hier noch bei? Super viel. Ganz viel. Warte, die nehme ich mit. Ofenkartoffel, das bleibt alles hier. Das ist jetzt aber, jetzt kann ich noch nicht mal Schilder schreiben. Das ist jetzt nicht sehr praktisch. So, Metzger-Neuling, rohes Kaninchen. Finde ich gut, kann ich machen. Warte mal, ich brauche ja gar keine Kämpfe. Ich kann ja allein... Okay, ich soll Kaninchen-Ragout kaufen. Darf ich dann fragen, aus welcher Herkunft das ist? Das sollte ich vielleicht nicht machen. Oh, warte mal, der Bauer war der Chef im Chefzimmer. So, der möchte Karotten. Das kriege ich hin. So, die nehmen wir da. Und da haben wir noch mehr. Und dann... passt nicht. Das ist auf jeden Fall ein Lieferant für einige Smaragde. Kannst du die mal irgendwie zusammenmachen? Das geht nicht so gut. Mach das mal ein bisschen billiger. Was? Da dreht er sich direkt um. Aber ich bin der Lieferant. Eigentlich müsstest du mir doch... Du müsstest mir doch Karotten verkaufen. Du bist doch der Bauer von uns beiden, oder? Oh, das hat er gehört. Jetzt macht das billiger. Siehst du? So werden wir uns einig. Guck mal, dann kriegen wir direkt 3 Stück davon. Nicht, dass er gleich den Bauch voll hat davon. Er kriegt gleich eine Karottenvergiftung. Okay. Weitere. Was haben wir denn da? Glitzernde Melonenscheiben. Weiß ich noch nicht. Erstmal nochmal hier. Guck mal, wir haben noch ein paar Karotten. So. Das reicht jetzt nicht mehr, um noch was zu haben. Aber wie wäre es mit Kartoffeln? 2. Das ist nicht so schnell. Nochmal 2. Und wenn wir. Kannst du die vielleicht da hinschieben, Kekse? Da, wo sie hingehören. Guck mal. Dann kriegen wir nämlich da. Nein, eine noch. Naja, ist egal. Quatsch. Erzähl doch nicht. Wir haben ja noch welche. Das ist noch nicht zu Ende. Okay, mal kurz gucken. Jetzt nicht verstecken, Alter. Komm du mal bitte etwas näher hier hin. Meint er nicht. Also, ich nehme das. Hallo, guck mal hier. Ja, da kommst du mit deinem Kürbiskuchen um die Ecke, ne? Ist klar. So, wir wollten erst nochmal eben kurz die beiden da nochmal die Kartoffeln und die Kartoffeln rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln. So. Mehr brauchen wir nicht. Mehr hilft auch nicht. Ich muss den Schäfer finden.
Das ist, oh, das ist ja der mit dem Pil, mit dem Kaninchen-Ragu. So, hier ist, glaube ich, der. Das ist ein Bibliothekar. Ein Bibliothekar, der jetzt keine Dings mehr hat. Und dahinter ist ein Kartograf, der auch keinen Kartentisch hat. Hab ich den Kartentisch denn hingetan? Was ist denn das? Och, nö, das meint ihr jetzt nicht ernst. So, warte mal, eben. Du möchtest. Nö, da komme ich nicht weit mit. So viel habe ich ja gar nicht dabei. War der nicht mal zu zweit? So, hier ist der Schäfer. Hallo, Schäfer. Herr Schäfer. Jürgen, komm mal hier hin. Zack. Ah, das hört er wieder nicht, ne? Mann, 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 Mann. Junge. Komm. So, jetzt vielleicht. Hallo? Aha. Ah, oh, habt ihr das gehört? Gewitter. Ich hab Angst. Das ist mächtig laut. Das muss ich gleich runterdrehen, oder? Wisst ihr was? Warum soll ich warten? Ich warte gar nicht erst. Bei Gewitter kann ich doch schlafen. Und schwupps, die Wupps. Aha. Vielleicht ist das Gewitter ja gleich erledigt. Oh. Okay, und? Also ganz ehrlich, von innen könnte ich auch eine Eisenplatte hinlegen, oder? Von innen könnte ich eine Eisenplatte hinlegen. So, da lass mich mal eben kurz gucken. So. Dann brauche ich den Knopf nicht mehr. Dann komme ich zumindest schneller raus. Beim Reinlaufen habe ich dann immer noch so ein bisschen, aber beim Rauslaufen geht es schon mal. Oder hier? Da haben wir noch mehr. Die setzen wir schon mal da rein. Die setzen wir da rein zum Tauschen. Und da unten drücke ich was rein, was ich jetzt nicht so. Ach ja, komm, das brauche ich auch. Hey! Der Maurerneuling. Der hatte das Zimmer da unten links, ne? So. Und da kann ich jetzt Sachen reintun, die jetzt gerade nicht so brauchen. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob der, hallo, der Schäfer. Der Schäfer jetzt ist aber. Jetzt müssen wir handeln, oder? Guck mal. So. Das ist nicht so. Oh. 18 Stück und ich habe nur 14. Das ist nicht so gut. Das ist gar nicht gut. Das ist aber nicht. Okay. Nee. Jetzt musst du den Jungs hier nicht erklären, wie das Leben hier draußen abläuft, weil du jetzt nicht hier frei rumlaufen kannst. Aber, hallo. Ich habe noch ein bisschen Sorge. Was kann der Gerber-Neuling mir bieten, wenn ich jetzt ihn zu einem. Aus einem Neuling einen Lehrling mache. Was habe ich zu verlieren? Ja, natürlich habe ich. Ich habe Smaragde zu verlieren. Und vielleicht auch ein bisschen Zeit. Aber ich glaube. Nee. Wirklich so viele Smaragde? So viele Smaragde an den Gerber ausgeben? Komm, was soll der Geiz? Hey, Junge, kommst du mal ein bisschen etwas näher ran hier? Komm, ich schabuliere so lange halt was. Dann warten wir. Ja, kommst du ja. Jetzt kommt er. So. Wie viele von muss ich kaufen, bis er endlich was lernt? Noch eine? Jetzt muss er auch reichen, oder? Blubbert er? Ja, er blubbert. So. Okay. Hallo. Jetzt können wir vielleicht über weitere Angebote sprechen. Meister. Nee, Lehrling. Hier, komm. So. Ich muss den Zaun irgendwie anders setzen, glaube ich. Was ist denn, wenn ich den Zaun da hinsetze? Ich hab den Zaun natürlich nicht dabei. Das macht keinen Sinn. Komm, pass auf. Wir machen Folgendes. Ich lock nochmal hier mit dem Smaragd. Sag mal, der soll jetzt nicht in den Kessel springen. Kommst du jetzt bitte mal hier hin? Die Zimmer sind zu groß. Ich hab's gut gemeint. Ich habe es wirklich gut gemeint. Ich habe wirklich gedacht, ich rede hier über artgerechte Haltung. Aber doch nicht so, dass ihr euch hier verbissen könnt. Kommst du jetzt mal hier hin, bitte? Mann! Aha! So! Lederstiefel. Die sind billiger geworden. Okay. Über Feuerschein lässt sich reden. Feuerschein und Lederstiefel. Und die sind farbig. Das haben wir auch noch nicht gesehen. So. Ich weiß noch nicht, was ich mit den ganzen Rüstungen jetzt machen soll.
Lederjacke. Kann ich die... Warte, das ist jetzt eine interessante Frage. Ich habe da hinten einen Werkmann. Kann ich die Lederrüstung jetzt auseinandernehmen und das Leder benutzen? Nein, kann ich nicht. Ich habe jetzt eine Lederjacke. Hä? Ach so. Kann ich die dann auseinandernehmen? Auch nicht. Wen zerknittert das? Das macht keinen Sinn. Das ist, weil, wenn man die abnutzt, dann kann man die dann benutzen. Oder wieder aufwerten. Ja, was war's? Die packe ich da alle rein. Rein. Ich weiß noch nicht, was ich damit tun soll. Das hilft mir gerade gar nicht. Wir bringen einfach die Wolle rüber. Wir bringen die Wolle rüber. Machen das erstmal. Okay. Soll ich ihm jetzt zeigen, wenn man hier rauskommt? Nee, ne? Das nicht hingucken, nicht hingucken. So. Oh, Schrecklass nach. Mann, was stimmt denn mit dir nicht? Ja, das ist eine Fackel. Eine Laterne. Ich weiß, die sieht toll aus, ne? Der passt doch nicht. Oh. Da rennen schon zwei hier draußen rum. Erst haben sie ganz viele Katzen vermehrt, jetzt haben sich die Eisengolems vermehrt. Ja, okay. Ja, warum auch nicht? Aber wo Katzen? Halli, hallo, Hallöchen. Das ist ja gar nicht Samira, das ist die Tochter von Samira. Ja, wo habe ich denn Samira hingesetzt? Ich glaube auf der anderen Seite. Das ist aber jetzt auch gar nicht so wichtig. Wir sollten uns jetzt mal kurz überlegen, was wir hier noch alles ernten wollten. Pass auf. Wieso? Wir brauchen noch ein bisschen Papier für den Kartografen, glaube ich. Alles mal eben einsammeln und da reintun. Oh, da habe ich schon länger nichts mehr reingetan, sehe ich. Dass der andauernd hier einzeln rumläuft, ne? Okay. Warte mal, Kartoffeln um. Da ist Samira doch. Hallöchen, Samira. Alles Knusper bei dir. Pass mal auf, ich brauche noch ein paar Kürbisse. Ich glaube, ich hätte gerne noch ein paar Kürbislaternen. Guckt euch diese riesen Ansammlung an rote Beete hier an. Wann habe ich denn die da hingesetzt? Habe ich einfach hingesetzt und vergessen. Na, das ist nicht schlimm. Pass auf. Da kommen wir mit klar. Die kann man ja auch mit Kürbissen einernten. So. 1, 2, 3, 4. Pass auf. Ja. Ja, pass auf. Da passt nichts mehr rein. Das passt noch rein. Das kriegst du noch hin. So, die Kürbisse habe ich jetzt hier. Wo ist die Schere? Da habe ich die Schere. Das machen wir noch kurz. Ich glaube, dass... So, ich bringe eben die Wolle dahin, wo sie hingehört. Wir haben ja hier... Oder habe ich auch noch schwarze? Pass auf. Ne, das machen wir so. Erstmal 18 davon. Wie viel weiße Wolle wollte der? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Und die andere bunte Wolle geht da jetzt mal rein. So, dann kümmern wir uns. Was kann ich dir eigentlich Gutes tun noch? Kohle. Er ist auch ein Lehrling. Vielleicht sollten wir uns erst um ihn kümmern und dann diese Aufgabe hier widmen. Oh, das war keine gute Idee. Kingsley, du hast vergessen, dass du hier den Boden abgesenkt hast. Da komme ich ja gar nicht ran. Doch, natürlich komme ich ran. Ich muss nur von der Seite hier aus. Guck mal, wie ich da drankomme. Wegen, dass ich da rankomme. Ich muss jetzt wirklich die... Das meinst du jetzt nicht ernst. Ich komme da nicht dran. Nicht schlimm. Dann machen wir das halt nacheinander. Ich bin da flexibel. Und lernfähig. Kekse, du lernfähig. Lerne jetzt mal erstmal, dass das Ende hier der Woche erreicht ist. Dann kannst du da nächste Woche mal erzählen, was du davon gelernt hast. Und... Dann schauen wir mal weiter, was du mit den Dinger hier machen willst. Oh. Hier ist schon wieder kein Platz mehr. Ich brauche definitiv noch einen Komposter. Okay, vielleicht sollte ich das mir aufschreiben und einen Komposter machen. Vielleicht seid ihr dann dabei, wenn ich den Komposter nächste Woche hier ausrichte. In diesem Sinne, schöne Grüße von Niederrhein und Chips mit Yps. Bis dann.